Diese Symptome können auf Masern hindeuten. Erstens, grippeähnliche Symptome wie Schnupfen und Halsschmerzen. Masern verlaufen in zwei Stadien. Das erste, Vorläuferstadium oder Prodromalstadium genannt, äußert sich durch grippeähnliche Symptome. Zweitens, Kopligflecken. Bei rund 2/3 aller Betroffenen bilden sich auf der Mundschleimhaut kleine weiße Punkte, die von einem roten Huf umgeben sind. Drittens, Bindehautentzündung. Maser können mit einer Bindehautentzündung einhergehen. Diese äußert sich durch tränende, brennende oder juckende Augen. Viertens, zweigipfliges Fieber. Die Fieberkurve steigt bei einer Maserninfektion typischerweise zweimal stark an. Zuerst im Vorläuferstadium und dann noch einmal in der Hauptphase der Erkrankung. Fünftens, Hautausschlag. Ungefähr zeitgleich mit dem zweiten Fieberanstieg bilden sich ein charakteristischer Hautausschlag, auch Exanthem genannt.